Ja, hallo. Ich freue mich, dass trotz des schlechten Wetters so viele Leute hier sind. Und mir ist es ein großes Anliegen, hier auf gewisse Weise Unterstützung zu leisten, indem ich versuchen möchte, Menschen herzubringen, die wirklich den Frieden im Herzen haben und die den Frieden leben. Der J. Rue Silverbird ist Friedensbotschafter und das seit Jahrzehnten. Er bereist die ganze Welt und hat vor ganz unterschiedlichen Publikum schon gesprochen. Unter anderem war er Sprecher vor dem Weißen Haus. Da ist es auch um das Thema Frieden gegangen. Und da waren immerhin 1,5 Millionen Menschen anwesend. Und unter ihnen mehrere tausend spirituelle Lehrer, die sich für den Frieden einsetzen. J. Rue Silverbird habe ich kennengelernt an mehreren Abenden, wo er ist unter anderem Musiker, er hat Bücher geschrieben, er hat Filme gemacht und ist jetzt auch wieder dabei, einen neuen Film herauszubringen und ein Buch gerade fertigzustellen. Und ich habe ihn einfach so erlebt, dass er wirklich den Frieden im Herzen hat und den Frieden zu den Menschen bringt. Und ich finde, diese Qualität ist genau hier und jetzt so wichtig, dass wir hier in Wien anfangen, wirklich den Frieden zu leben, nicht so viel zu schimpfen und nicht so viel über alles herzuziehen, was schlecht ist, sondern endlich anfangen, in uns den Frieden zu bringen, finden und ihn wirklich hinauszutragen und damit den Unterschied zu machen. Nicht über Leute herzufallen, die hier als Redner angekündigt werden und genau das zu suchen, was an dem schlecht ist, sondern das Verbindende suchen. Und genau das wird J. Rue Silverbird hier heute machen. Ich freue mich, dass er gekommen ist und ich finde, es ist eine große Ehre, dass er da ist. Seine Mutter ist eine Cherokee-Medizinfrau und sein Vater ist ein Apache, ein mexikanischer Apache. Und er wird jetzt hier sprechen und möglicherweise auch ein Blessing aussprechen. Und heißen Sie bitte alle J. Rue Silverbird herzlich willkommen. Thank you, Barbara. I could feel, though I don't understand. Danke, Barbara. Ich habe es gefühlt, obwohl ich es nicht verstanden habe. It's nice to be here finally. I promised I wanted to be here last Monday and the Monday before, but I couldn't get away. It's what I'd like to do, and Barbara was present at a blessing that I did, and I always carry with me a flute, because I can do a blessing with sage, with a smoke, but normally we're indoors and there's fire extinguishers there and you don't want to create a fire. So in this case, we'd like to do a blessing with my flute. I'll let her explain it, my friend here, explain it in German. Also Herr Silverbird freut sich sehr, dass er endlich hier ist. Er wollte schon früher kommen und er hat es jetzt geschafft. Und er möchte gerne mit seiner Flöte einen Segen aussprechen, bevor wir dann beginnen. All right, now I have to explain this to you again. I'd like for you to join me in this blessing as well. What I'd like you to do while I play the melody on my flute, I'd like for all of you to stand. Okay. Er bittet euch alle mitzumachen und wenn er die Melodie auf seiner Flöte spielt, dann bitte alle aufstehen. But I don't want you to only stand. I want all of you to stand. All of you. Everybody. And then, I also want you to do something you don't do too often anymore. Und
wenn alle stehen, dann möchte er etwas, dass ihr etwas macht, was ihr nicht mehr sehr oft macht. I want you to hold hands with a stranger. Er möchte, dass ihr Hände reicht zu einem Fremden. Please. We don't do that too often anymore. Hold hands with a stranger. Nehmt bitte alle an die Hand. And believe it or not, that is part of peace. Doesn't it feel good? Und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist ein Teil vom Frieden. Fühlt sich das nicht gut an? And now I want you to close your eyes while I play my melody. I want you to close your eyes and go to another space in your mind. Und während ich jetzt die Melodie spielen werde, möchte ich, dass ihr eure Augen zumacht und in einen anderen Raum mit eurem Geist geht. Okay, here we go. Thank you. You may sit down. You know, what you just did is part of an exercise that I do in my seminars that has to do with meditation. Was ihr jetzt gerade gemacht habt, ist ein Teil von einer Übung, die er in den Seminaren macht, wo er eben Meditation macht. Now I'll tell you how that works. Normally I ask a lot of questions, but what I'm going to ask right now, you all closed your eyes and you went to another space. Raise your hand if a lot of you went flying like an eagle. Raise your hand if you did that. Okay, there's a few of you that did that. How many of you went over by a waterfall? How many of you went in a forest? And did you feel freedom and peace? You see, that is part of peace. Silence, you know, there's a saying that says silence is golden. We don't do enough of that. And you don't have to do it for half an hour, 2 hours of meditation. In 3 minutes, you went out someplace else. And the two things that you witnessed there were freedom and peace. Thank you. Ich kürze das jetzt ab, weil ich glaube, das meiste ist verstanden worden. Das Wichtige ist, dass Stille Gold ist eigentlich. Und man kann,
und Friede bringt. Und man kann in 3 Minuten schon, in 3 Minuten Stille, diese Frieden erfahren. Das ist so wichtig. And you know, when you're feeling, there are 2 things in the world that I talk about also in my seminars. We are being programmed, slowly, but we've been programmed to go faster. Etwas, was er in seinen Seminaren immer sagt, ist, dass wir programmiert worden sind, immer schneller zu gehen. And because we go faster, that is speed. You know, how many of you at work will ask your boss, when do you want this job? And he'll say, yesterday. Und es wird immer mehr Speed. Wenn man dann den Chef fragt, wann wollen Sie diese Arbeit gemacht haben, dann wird er darauf antworten, gestern. So the thing is to slow down. And in order to slow down, all you have to do is close your eyes, take a deep breath, and go away. And you can do this because we have a powerful mind to do it with. Also es geht darum, dass man einfach langsamer wird und dass man die Augen zumacht, einen tiefen Atemzug macht und mit seinem Geist einfach woanders hingeht, wegfliegt. Und wir haben einen sehr starken Geist und mit dem können wir das. I'm only here for a little while, but I want to thank my friend. We met before. I want to thank her for translating for me. And I hope I see you again. And I'll tell you what, there's another saying that's very important. Give peace a chance. Give peace a chance. Everybody can say this. Give peace a chance. We need it in the world today, folks. And individually, each one of us, if we form these circles and hold hands like this, if we did this all over the world, we would have the peace that we're looking and searching for. Thank you very much. Ich glaube, da muss ich nicht viel übersetzen. Give peace a chance. Und wenn wir überall auf der Welt eben den anderen Menschen die Hände reichen würden, in Kreisen so, dann hätten wir eine Chance für Frieden. Danke.